Unser Ziel heute ist es, die ersten Bewohner auf die Burg zu bekommen. Um das zu schaffen, müssen wir nicht nur für angemessenen Wohnraum sorgen, sondern auch die Räuber weiterhin in Schach halten. Unterstützt das Video gerne mit einem Daumen nach oben und ich mache mich sofort ans Werk. Und da steht er, unser Hauptturm der Burg, die noch kommen wird. Der Werkzeugschmied und der Gesandte sind verschwunden, aber ich habe sie bereits entdeckt. Denn der Werkzeugschmied steht hier schon bereit. Wir brauchen immer noch eine Werkzeugschmiede für ihn. Und der Gesandte hat sich oben in unseren Bergfried zurückgezogen und hier hat sich ein bisschen was verändert. Ah, Grogu, gut, dass ihr kommt. Der König möchte euch gerne Unterstützung auf die Burg schicken. Dafür solltet ihr heute unbedingt eine Unterkunft für 10 Personen bauen. Jede Person benötigt ein Bett und eine Kiste. Das ist ja alles schön und gut. Kisten ist überhaupt kein Problem. Aber woher kriege ich Betten? Betten solltet ihr genug in den Räuberlagern der Umgebung finden können. Viel Erfolg. Na super. Räuberlagern der Umgebung nach Betten durchsuchen. Aber das sollte tatsächlich kein Problem sein. Ich sehe hier auch gerade schon 2 neue Dinge. Das Räuberlager hatten wir, glaube ich, schon leergeräumt. Aber es scheint wieder aufgetaucht zu sein. Die Summe ist auch wieder anders. Das Ebenenlager hat einen Preis bekommen. 64 Emeralds, aber soweit ich weiß, war das recht stark bewacht. Hier ist ein neues für 23 Emeralds. Und hier oben ist eine Räuberhöhle aufgetaucht. Und hier drüben? Oh, da haben wir unsere Quests, Hauptquests. Die erste Unterstützung, sammle 10 Betten, das sollten wir hinkriegen. Baue ein Wohngebäude, freue ich mich drauf. Okay, und immer noch unsere Werkzeugschmiede. Alles klar. Dann ist meine erste Tätigkeit für heute, hier eine Tür reinbauen, obwohl ich da gerne auch eine andere hätte. Bei nächster Gelegenheit. Und dann schauen wir uns unseren Turm an und überlegen als allererstes, wo wir hier das Wohngebäude ranzimmern. Und da würde ich sagen, es ist hier, ich würde es hier nach links rausgehen lassen. Später bauen wir eine Mauer außen rum und dann würde sich hier ein Gebäude gut anbieten. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle mehr Cobblestone für den Boden. Wir brauchen für die Wände auf alle Fälle Steinmauern. Steine haben wir noch ein paar. Und wir brauchen jede Menge Holz für mein Gebäude. Das wird nicht reichen. Das heißt, als Schritt Nummer 1 fälle ich mal kurz die Bäume hier. So, und mit der Tür wäre die Aufgabe erledigt. Wohngebäude steht. Sieht noch nach gar nicht so viel aus, aber ich glaube, es geht absolut in die richtige Richtung. Und ich weiß, dem einen oder anderen geht es wahrscheinlich zu langsam. Der würde am liebsten die ganze Burg schon stehen sehen, aber hey, wir müssen uns hier Stück für Stück vorwärts arbeiten. Mein nächster Schritt wäre jetzt mal, mein Inventar zu sortieren und dann begeben wir uns auf Wanderschaft, um diese Betten einzusammeln, weil auf dem Counter steht immer noch 0 und wir brauchen 10 Stück insgesamt. Nachdem wir beim Betten aufsammeln sicher auf Räuber stoßen, packe ich dieses Mal safe den Bogen ein. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass beim letzten Mal Erna ausgebüxt ist. Das heißt, wir halten auch weiterhin die Augen offen nach Erna. Wir werden das Ebenenlager uns anschauen und schauen, ob wir das schon einnehmen können. Klappern zuallererst den Ort hier ab, sammeln die Betten ein, marschieren dann dahin, holen am besten unterwegs ein paar Steine und haben beim letzten Mal, ich glaube, hier noch ein Räuberlager auseinandergenommen. Da könnten wir noch Betten finden. Und zu guter Letzt schauen wir in der Räuberhöhle vorbei, weil wer weiß, was wir da noch finden können. Wir haben Post. Wirklich? Ich habe doch noch gar nichts auseinandergenommen. Von Klim? Nice. Wir machen erst unsere Runde und dann lesen wir die Post. Erst die Runde, dann die Post lesen. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir für den Werkzeugschmied demnächst die Schmiede noch bauen, damit wir an bessere Ausrüstung kommen, weil aktuell ist wirklich Stein das einzig Wahre und das ist nicht optimal. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg Richtung Ostdorf und irgendwo hier waren die Räuber in einer Felsspalte gesteckt. Da kommt schon der erste. Ich weiß gar nicht, wie viele da diesmal sind. Das ist wieder einer mit einer verzauberten Armbrust, ey. Und zickzack laufen. Oh, mein Schild ist kaputt. Das ist ganz, 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 ganz bitter. Ich muss zurück ein neues Schild machen. Ich bin schon wieder da. Entschuldigung. Oh, ich wollte doch einen Eimer aus dem Eisen machen. Aber ein Schild ist einfach so viel wichtiger. Dann marschieren wir da runter und schauen, was zu looten ist. Und natürlich, es ist noch... Oh. Zack, einen haben wir. Und er hat sogar einen Emerald Rock gedroppt. Nein, daneben. Boah, die sind nämlich echt saugefährlich. Aber mit dem Bogen vom Opa alles kein Problem. 3 Betten, das ist hervorragend. 1, 2, 3.
Und natürlich wieder eine dicke Kiste zum Looten, das ist gut. Nächstes Lager, das hätten wir geplündert. Um zum nächsten Lager zu kommen, werde ich mich jetzt hier unterhalb der Burg entlang bewegen. Hier sehe ich einen. Da ist ein Magier drin. Das kann ich mit Lederrüstung nicht auseinandernehmen. Oh, die haben da einen Elite-Krieger drin. Und ich glaube, ich wurde entdeckt. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Gerade bei so einem Freiheitskampf muss man wissen, was die eigene Kragenweite ist und was man nicht mehr schafft. Oh, wo kommst denn du her? Ständig fällt mir irgendwer in den Rücken. Das ist echt anstrengend. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Sie sind hinter mir her. Du bleibst weg von mir. Oh Gott, ich habe nur noch ein Herz. Oh, da sind sicher noch... Wo ist er? Oh, ein halbes Herz. Jetzt nur noch ein halbes Herz. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, bin ich Geschichte. Okay. Und jetzt legen wir uns da in so ein Zelt rein und schlafen. Okay, wieder einer weniger. Oben war so ein Axtschwinger. Wieso habe ich den nicht... Wieso ist der Pfeil durch den durchgeflogen? Ich habe vorbeigeschossen. Durchgeflogen ist es sicher nicht. Skelett gegen ihn. Er hat gewonnen. Und ich habe ihn. Wunderbar. Das Skelett hat mir jetzt mal tatsächlich geholfen. Das war der letzte. Wieder ein Räuberlager uns geholt. Und wir machen wie immer die Feuer aus hier. Und nehmen weitere Betten mit. 4, 5, 6. Perfekt. 6 Betten schon. Fehlen nur noch 4. Gut, die Kiste war jetzt nicht so das Highlight, aber es ist... Wir nehmen, was wir kriegen können. Und Armbrüste. Mal schauen, wofür wir die noch verwenden können. Aber Kisten könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Die brauchen wir später auch. Und von hier wagen wir wieder den Sprung und schwimmen den Fluss entlang hier rüber. Dort liegen schon die Schiffchen. Wir machen vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob das Lager noch besetzt ist oder wieder besetzt ist. Die Speer haben es zwar nicht markiert, aber man weiß es nie. Die Feuer sind aus. Es scheint niemand da zu sein. Dann haben wir hier Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9. Noch ein Bett und wir haben es geschafft. Meines Wissens war die Räuberhöhle irgendwo... auf der großen Ebene. Bisschen vorsichtig sollten wir wahrscheinlich sein, weil ich keine Ahnung habe, wo diese Räuberhöhle ist und ob nicht hier auch wieder eine Räuberpatrouille unterwegs ist. Es fing alles so friedlich an. Und dann kamen die Räuber. Aber keine Sorge, wir werden das Land wieder zum Frieden führen, sobald wir die Räuber beseitigt haben. Es gibt Zeiten des Friedens und Zeiten des Kampfes. Und gerade müssen wir kämpfen. Da sind schon die ersten Halunken. Wenn ich das so ganz heimlich von hier tun kann... Entschuldigung. Oh, die haben das alle mitbekommen. Die wissen doch gar nicht, wo ich bin. Ja, und ich habe immer noch... Aber hier ist ein Baum, Gott sei Dank. Das ist gut. Oh, sind da viele. Wieso sind denn das schon wieder so viele? Ja gut, was habe ich erwartet, wenn ich eine Räuberhöhle auseinandernehme? Hä? Ihr erwischt mich nicht. Was sage ich? Die werden geschafft. Dickes Danke an den Opa für den alten Bogen. Ohne den keine Chance. Oh nein, da war ein Magier! Was? Es schaut so aus, als müssen wir uns jetzt wohl doch mit einem Magier battlen. Und seinen... Yes! Ja! Und jetzt diese kleinen Mistviecher noch aus dem Himmel snipen. Erwischt. Dankeschön für den Emerald. Ich glaube, wir haben die Räuberhöhle leergeräumt. Nice! Nice! Plünderparty! Aber wisst ihr, nach was mir das hier aussieht? Seht ihr das überall? In dieser Höhle gibt es Unmengen Eisen. Das muss ich dem Gesandten sagen. Wenn wir hier eine Eisenmine reinzimmern könnten, wäre genial. Also dem Gesandten wird mitgeteilt, hier gibt es sehr viel Eisen zu holen. Und wir plündern dabei noch. Smaragde. Chain. Ja gut. Ich meine, können wir dringend gebrauchen. Kettenrüstung. Und wir haben schon 9 Betten. Ich nehme jetzt nicht alle mit. Ich mache jetzt einfach 10 draus. Zack, Aufgabe erledigt. Steinbruch voraus, aber wir gehen nach unten, weil ich wollte, glaube ich, jetzt keinen Andesit kaufen, sondern wirklich Steine und die kriegen wir hier unten. Ein Viertelstack behalten wir, den Rest investieren wir schon mal in Steine. Wir kommen sicher wieder, mein Bester, wir kommen wieder. Jetzt zurück zur Burg und den Brief von Klüm lesen. Und es ist natürlich die Belohnung für die Räuberhöhle drin, 37 Emeralds, fürs Räuberlager 25, fürs andere Räuberlager 23. Und das, worauf wir neugierig sind, die Post von Klim. Moin, Kroko. Ey, ich hab gehört, was mit deinem Dorf passiert ist. Das ist wirklich tragisch. Der König bat mich, meine Holzfäller zu dir auf die Burg zu schicken. Du scheinst wohl dringend deren Unterstützung zu brauchen. Ich schicke sie schon mal auf den Weg zu dir.
Bau ihnen aber bitte noch ein Holzfällerlager. Viel Erfolg, Klim. Oh, das hört sich ja fantastisch an. Der König hat Klim gebeten, uns Unterstützung zu schicken und Klim schickt seine Holzfäller? Das ist definitiv, was wir brauchen können. Ich meine, wir haben zwar jetzt nicht Unmengen Emeralds, aber wenn wir bei denen noch das ein oder andere Holz bekommen, dann sparen wir uns da schon ein Stück weit Arbeit. Wir müssen also noch ein Holzfällerlager bauen und ich weiß schon genau wohin. Da vorne in den hoffentlich noch wachsenden Wald. Und jetzt müssen wir dem Gesandten aber noch mitteilen, dass wir die Räuberhöhle leergeräumt haben, was er sicher schon weiß, und wir eine Eisenmine da rein uns wünschen. Gesandter, ihr habt sicher schon mitbekommen, dass ich die Räuberhöhle leergeräumt habe. Ja, durchaus! Und die Höhle ist voller Eisen. Ich würde vorschlagen, dass der König dort eine Eisenmine reinbaut. Dann können wir erstens wieder bessere Truppen bauen und wir können uns besser ausrüsten. Eine Eisenmine, sagt ihr? Alles klar, das ist eine gute Idee. Ich werde es dem König mitteilen. Super, dankeschön. Und ich sehe gerade, wir haben neue Aufgaben. Genau. Bau ein Holzfällerlager. Wohngebäude haben wir heute schon erledigt. Betten haben wir auch schon erledigt. Dann warten wir nur noch auf unsere Unterstützung. Das machen wir bei nächster Gelegenheit. Und müssen uns um unser Holzfällerlager kümmern. Wir wissen aber auch, damit wir Unterstützung bekommen können, müssen wir auch noch diese ganzen Betten platzieren, inklusive Truhen. 10 Truhen, 10 Betten. Schritt Nummer 1, das machen wir jetzt. 10 Betten. Wir können uns überlegen, ob man hier an der Stelle nicht sogar Stockbetten unterkriegt. Aber nicht so. Da haben die ja keinen Platz mehr. Ist schon ganz schön eng dann. Aber so schaffen wir halt einfach, dass hier 4 Leute schlafen können. Ich meine, es ist ein bisschen, aber wenn das natürlich für Truppen oder so ist, zu viel Platz ist halt auf der Burg nicht. Im Obergeschoss brauchen wir auf alle Fälle eine Absturzsicherung. Und da dachte ich ehrlich gesagt ganz einfach an sowas. Und jetzt haben wir immer noch 6 Betten, die wir unterkriegen. 10 Dorf, ey. 10 Leute müssen wir unterkriegen. Jetzt fehlen nur noch 2 und die 2 quartiere ich, glaube ich, hier oben ein. Ich meine, schließlich muss der Gesandte ja auch irgendwo schlafen. Und wenn ich hier oben noch eine Etage einziehe, könnte der sich ja hier oben gemütlich machen. Zack, 10 Leute untergebracht. Das wäre geschafft. Und da steht sie, die kleine, aber feine Holzfällerhütte. Ich habe noch eine Sache gemacht. Ich habe 2 Betten aus der Burg einfach hier runtergeschleppt. Oben war es eh zu voll, bin oben noch nicht ganz zufrieden mit der Inneneinrichtung. Deswegen, die 2 Holzfäller wohnen natürlich bei ihrer Hütte und können sich zur Not natürlich immer zur Burg zurückziehen. Zu den Holzfällern brauchen wir safe bei nächster Gelegenheit noch einen Weg, weil hier rauf zu klettern ist echt anstrengend. Und da sind sie! Das müssen die Holzfäller sein. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Klim checkt uns mit den besten Grüßen. Das ist perfektes Timing. Ich bin gerade eben mit eurem Holzfällerlager fertig geworden. Oh, super. Wir machen uns da gleich an die Arbeit. Mega gut. Die erste Unterstützung ist auf der Burg. Mal schauen, wer in Zukunft noch eintrödelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch.